Wir sind ja runtergefallen. Luan, ich. Halt. Er ist da. Du hast dein Schicksal besiegelt. Dein Freund ist gefallen und dein eigenes Leben hast du verwirkt. Es sei denn... Es sei was? Es sei denn, du tust, was ich sage. Ich werde dich vor den sicheren Tod retten und dir große Macht verleihen. Ich nehme an, da habe ich wohl keine Wahl, was? Schön, ich höre. Ohoho! Du wirst mir eine große Armee versammeln. Die Ritter dieser Lande werden vor mir das Knie beugen. Du wirst sie hierher bringen und ich werde einen furchterregenden Orden gründen. Wenn das der Preis ist, dann so sei es. Ich werde dir dieses verzauberte Medaillon geben. Sobald 8 Ritter vor mir knien, wird es die Kraft haben, das Leben zurückzugeben. Ich werde tun, wie du es mir aufgetragen hast. Ja, gehe nun, mein Spectre Knight, und sehe Furcht in meinem ganzen Imperium. Da sind wir nun. Und wir sehen Furcht und Schrecken. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben ja hier einen besonderen Schädel eingesammelt. Ist das der Schädel, den du suchst? Erstmal kriegen wir auch Blitztod. Rase mit dem Juwel zum nächsten Feind und schlage zu. Okay. Schauen wir mal. Jo. Wow, okay. Das ist wie die Fähigkeit, die er quasi als Boss dann später auch so ein bisschen hat, ne? So ein bisschen dieses Rumgefliegen und so. Heftig. Das ist wirklich heftig. Durch Mauerwerk und hast du nicht gesehen. So. Das ist nicht der Schädel dabei, den er sucht. Zumindest hier nicht bei denen. Du hast gewiss wichtige Dinge zu erledigen, aber bitte vergiss uns nicht. Wahrscheinlich kriegt er das erst als letztes oder so. So, wir haben 7000 Geld. Könnten vielleicht hier auch mal spaßhalber irgendeine tolle Rüstung holen. Ich habe ja auch die... Ach nee, die geht gar nicht. Okay. Die braune interessiert mich nicht mit den... Fähigkeit, das Weiße ist ja, ja, sieht halt gut aus, ne? So. Was habe ich hier noch? Hier diesen Orb. Unbesiegbarkeit und Blitztod. Okay. Okay. Irgendein Erfolg freigeschaltet. Ist das jetzt einfach eine normale Flamme? Ach, die geht jetzt gar nicht mehr kaputt, ja? Okay. Na gut, dann können wir wohl zum letzten hingehen. Zum Phantomschläger. Ich will wirklich dahin, ja. Das hat mich auch keiner aufgehalten. Das Level, wo er hingehört. Ins Nichts. Okay. Na dann. Kann nur gut werden. Geh weg. Ich dachte, geh weg.
Mit den Geistern ja auch alles eigentlich gar kein Problem. Hui. Hui. Machen wir alles kaputt, ne? Also stellenweise spielt sich das ganze Spiel einfach so gut. Das ist der pure Wahnsinn. So. Okay. Voll erwischt. Beim Schlafen. Juhu. Nein, 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 nein. Er spielt sie manchmal aber so gut. Okay. Geh weg. Geht doch, wo ihr wohnt. Aber ich glaube, die schlimmste Stage haben wir jetzt hinter uns. Ich hoffe es. Also kann natürlich sein, dass hier die Finale-Final-Stage dann nochmal eine Ecke schlimmer wird oder sowas. Ups. Da ist er ein bisschen runtergefallen. Tut mir fast ein bisschen leid. Und nur fast und auch nur ein bisschen. So, wie komme ich denn hier nach unten? Ah, okay. Es geht hier eh ganz human lang. Also alles gut. Nein! Oh, wo bin ich? Ah! Da habe ich mich jetzt wirklich einmal nicht gesehen. Shit happens und so. Bam. So. Komm weg, tschüss. Ja gut. So. Können wir mal einfach den hier machen, ne? Oh. Immer schon weg mit euch. Ja, oh Gott. Einfach mal ein halbes Level übersprungen hier. Okay, da ist nichts. Hätte ich nicht gedacht. Ihr seid neu. Euch kenne ich, glaube ich, nicht. Okay. Ein Durchgang. Unendliche Weiten. Okay. Arbeit ist verbraucht. So halbwegs. Jo. Noch so ein Zombie. Was? Okay. Stört mich nicht. Hat mich gerade nur ein bisschen verwirrt. Auf was läufst du? Ah, okay. Ah, okay. Weg. Komme ich natürlich jetzt auch nicht mehr runter an die an den Edelstein. Oh. Oh, oh shit. Hätte ich dann halt von der Laterne aus dann darüber springen müssen, dann das ganz gekonnt erwischen müssen und. Wie du es machst, machst du es verkehrt, wie immer. Die Zombies halten gut was aus, ne? Da hinkommt auf normalem Weg. Bestimmt von irgendeiner anderen Levelseite aus oder so.
So. Nein, oh, das war zu weit an der Plattform vorbei. Schade. Bin weg, tschüss. Achso, die Frauenwände, an denen kann ich auch nicht hochklettern. Schön, dass ich das jetzt auch mal merke, Mammut. Mhm. Mammut passt richtig auf in dem Spiel hier. So müsste ich hier ran. Die Frage ist, will ich den denn wirklich? Kann ich hier hoch und da gibt es einen Checkpoint? Es gibt keinen Checkpoint. So. So muss ich hier ran. Okay. Weg. So. Voll gecheatet. Halbes Level übersehen. Übergangen. War hier noch irgendwas? Nee. Okay. Ja, dann ist ja gut. Alles richtig gemacht im Leben. Wie kann ich denn die Wände verhindern? Mir würde jetzt nichts einfallen. Das ist die Lampe. Spiegelbild kann ich natürlich einsammeln. Aber wirklich hilfreich ist es nicht. Zumindest nicht jetzt. Okay, der aktiviert auch die Wände. Nach unten springen ist nicht. Ah, oh. Okay. Ja. Einfach so ein Freak da her. Fühlst du mich verarscht? No. Durch jetzt hier weg. Da ist kein Durchgang. Ah. No. Ihr mögt mich auch, ne? Ja. Nein! Oh nein, nein, nein. Shit, egal. Kannst du nichts machen, kannst du mal gucken zu. Da hinten ist so eine Flamme. Ah, okay. So. Haben wir jetzt vielleicht auch alle Flammen? Ich weiß es nicht. Ah, nur gut. Oh. Lucky Mammut, erstmal in den Dreck. Und gucken wir mal, was haben wir hier hinten in der Kiste? Wahrscheinlich jede Menge Geld. Geld, Geld, Geld. Ich mag Geld, wenn ich welches hab. Das heißt, dann haben wir hier bestimmt dann jetzt gleich auch einen Totenschädel übersehen durch die Stelle, wo wir gerade runtergefallen sind. Jo. So gut einfach der Angriff, oder? So gut. Ich könnte da hoch, will ich jetzt aber gar nicht.
Warte, machen wir anders, machen wir so. Ist besser. Ja, keine Chance. Bestimmt hier wieder durch irgendwie. Genau. Hatten wir so oder so ähnlich schon ein paar Mal. Hallo Kiste. Okay, du Buntwurst. Okay. So, einmal Checkpoint aktiviert und wieder in der Dunkelheit gefangen. Okay, da ist eine Schädel. Nicht schön, aber es hat funktioniert. Nein. Okay, aber wir haben eine Schädel. Was wollen wir mehr? Plötzlich war es dann auf einmal so ruhig. Ach, hier sind wir. Okay. Nein. Oh, like a Mammut. Beim Geld einsammeln nochmal Geld verlieren. So. Nein. Oh, Mann. Schon wieder. Alter. Könnte doch. Nein. Ich hatte doch bestimmt irgendwelche Sub-Weapons, mit denen ich das da erwischen kann, oder? So was? Easy. Warum mache ich das nicht gleich so? Come on. Nein, oh, schade. Das sah so gut aus, obwohl man nichts gesehen hat. Und hat auch nichts gebracht. Aber es sah fast so aus, als ist das so gewollt. So ein bisschen. Okay. Sag tschüss, Geld. Tschüss, Geld. Oh. Da kam jetzt die Dunkelheit zu tragen. Jetzt habe ich ja damit nicht ganz solche Probleme gehabt. Aber jetzt gerade schon. Weißt du, wenn er dann halt eigentlich erwartet, ja, ich dachte, müsste auch lange mal kommen. So lang ist ja hier der Bereich nicht. Pusten. So, warte. So. Und jetzt kannst du den Konter irgendwie rüber. So. Erstmal voll heilen hier. Und dann gucken, was der Boss hier sozusagen hat. Okay. Ja, nun. Ein Überraschungsangriff. Das passt mal so gar nicht zu einem ehrenwerten Krieger, wie ich einen zu treffen gehofft hatte. Och, der Spuk spricht von Ehre und hat doch selbst keine mehr und fristet sein Dasein als Laufbursche. Zis, ich lade dich lediglich ein, deine Versuche fortzusetzen. In Diensten der Verzauberin. Ihre Macht ist beispiellos. Und sie glaubt, ich lasse mich von diesem windschiefen Klapperskelett einschüchtern? Deine Macht ist eine Lüge, doch meine kommt aus meinem Inneren. Komm, ich zeig's dir. Okay. Also richtig krass sind die Aufklärungsschläge nicht.
aber sie tun auch irgendwie ihren Zweck. Der Rumgefliege hier ist das natürlich auch schon ziemlich geil, oder? Ziemlich heftig. Muss ich mir halt so ein bisschen Magie aufheben, falls ich mich mal heilen muss. Okay. War aber an sich easy. Ich im Kampf. Im Kampf magst du es mit mir aufnehmen können. Doch du und deine Kohorten und ihr taugt nicht dazu, über diese Lande zu herrschen. Deine Tage sind gezählt, du Jammerlappen. Ich aber bin frei und werde deinesgleichen ausmerzen. Als ob.